Hier spricht wieder Ostra und es geht weiter mit Breath of Fire 3 und wir sind auch zu dritt. Komischerweise, wir haben Momo nämlich noch dabei. Und was die so kann, schauen wir uns jetzt mal an. Sie kann auch heilen. Sie kann ausweisen. Geil. Weissagen. Ausgang des Kampfes raten. Raten. Geil. Erhöht Abwehr eines Ziels und bei allen Zielen Magiestopp. Okay, das ist ganz cool. Und sie ist Level 10. Also wie Ryu. Auch gut. Was, achso, ich glaube, sie kann so mit so einer Bazooka schießen als Effekt, glaube ich. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Nichts. Okay. Notiz, Mausi 1, Momo. Ein kleiner Maschinensoldat wurde vom Grüß hier angelockt. Ich denke, ich nenne das Ding Mausi. Okay. Mausi 2, Momo. Im Gegensatz zu den anderen Maschinensoldaten scheint Mausi keine offensiven Fähigkeiten zu haben. Okay. Ist auch nicht schlimm. Nichts. Okay, dann wollen wir mal nach oben fliehen, heißt es. Gut, dass direkt... Keine 2 Meter aus dem Ding raus. Kampf. Nein. Nein. Auf jeden Fall nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will nicht sofort sterben. Ich weiß, ich muss mehr kämpfen. Aber ich suche mir lieber meine Gegner aus. Sage ich ganz ehrlich. Was gibt's? Bodenplatten. Das Begehen der Bodenplatten aktiviert einen Schalter. Das Puzzle fängt von vorn an, wenn man heruntertritt. Die Tür öffnet sich, wenn alle Platten grau sind. Willst du es versuchen? Auf jeden Fall. Also ich muss von hier... Okay, ich muss ja gucken, dass ich da nicht nochmal hintreten darf. Ja, dann dreht sich die um. Ach, dann dreht sich die ja auch um. Shit. Das war dumm. Ah, ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Achso, da kann man da nicht hin. Okay. Jetzt habe ich immer diese Einzeldinger in den Ecken. Da mag ich überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Okay, jetzt habe ich's. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh nein. Ich kann da nicht hin, das ist blöd, ne? Gewonnen! Ich hab gewonnen! Lass mich hier runter! So ein Scheiß, ey. Bam. Okay, huh. Hat länger gedauert, als man hätte es wahrscheinlich in einem Zug machen können. Du fandest Tinte. Das ist wichtig, habe ich gelesen. Du fandest Feuerkrüss, okay. Du fandest Eiskrüss, okay, geil. 4 rotierende Würfel, falls du das passende Paar findest. Okay. Was ist mit dem Krüss los? Wofür ist das genau? Ich habe das Gefühl, glaube ich, sie könnte das als Waffe nutzen oder was. Ausrüsten? Munition. Genau, sie kann das nämlich als Schuss nutzen für ihre Bazooka. Und hier gibt es sogar Gegner im Lagerraum, der abgeschlossen war. Sehr witzig. Gegen so einen Einzelnen könnte man sicher mal angehen. Momo kann auch mal schießen. Yeah, der Grüßkanone. Bäm, auf die Fresse. Ohohoho. 78 Schaden. Was geht mit der Frau? Die ist cool drauf, die mag ich jetzt schon. Meine Lieblingsfreundin. Die anderen haben Waffen, die machen 10 Schaden, sie macht einfach 80. Da wollen wir keine Sorgen mehr machen. Hier haben wir 4 Säulen,
Sehr interessant. Da tritt sich besser nicht zwischen. Manchmal sind ja so komische Falltüren hier eingebaut, habe ich ja schon mal gesagt. Eventuellerweise können wir hier Ruck benutzen. Und einen davon erledigen. Und wir können hier den Ork prüfen. Das ist auch wichtig, weil ich will ja eventuell die Zuflucht lernen. Sehr gut. Man kann es lernen, aber er will es nicht lernen. Das ist eine Scheiße. Scheiße. Nee, ich will keinen davon angreifen. Ich möchte gerne den angreifen, genau. Momo soll den Ork platt machen und ich kann auch den mit angreifen. Dann müsste es reichen. Mehr oder weniger zumindest. Super! Hau trotzdem mit Rache zurück. Wie ein Arsch ist das. Ein dreckiger Ork-Arsch. Eishauch! Alter! Na gut, das tut zum Glück nicht weh. Ja, wir müssen schon den angreifen. So. Vielleicht geht er ja mit einem Schlag drauf. Perfekt. Dann kann Ryo noch ein Glück, ey. Meine Güte. Auf jeden Fall gibt es viele Erfahrungspunkte und ein Bronze-Schild. Vielleicht ist das nicht unbedingt schlecht für den Ryu. Stoffschild, Bronze-Schild und ich werde noch langsamer. Yeah! Das ist doch gut, oder? Schön langsam sein. Voll bepackt mit tollen Sachen. Die deine Rüstung schwerer machen. Es sieht aus wie ein Schalter. Willst du ihn drücken? Ja, warum nicht? Das ist doch der, der vorne auch passt. Hä? Wo sind wir jetzt? Ach, wir sind vor dem... Okay, alles klar, wir müssen wieder nach oben. Wir sind vor dem Ausruhhaus. Ausruhhaus? Da lache ich doch jemanden aus. Ich glaube eher, das war der falsche Knopf dann. Das ist der, der zu dem Gegenüber passte. Ich finde, Momo sieht so cool aus. Bester Charakter. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ich glaube, die ist auch nicht jünger als die Kinder, älter als die Kinder. Rüstbot und Protobot. Nee, da hauen wir besser ab. Ich will gar nicht kämpfen. Ich will nicht in diesen Dungeons kämpfen. Da sind die Gegner immer so extrem huckestark. Ich will eigentlich nur in Dings, in solchen Events kämpfen, wie es dann in den Ebenen manchmal so vorkommt, dass man da das Ausrufezeichen und Items suchen kann. Das Kämpfen okay, das ist auch nicht so schwer. Rüstbot. Ja, wir machen einfach, wir hauen die mal kaputt, wir versuchen es mal. Null, sehr gut. Obwohl, wir haben ja Momo dabei, normalerweise können wir gegen alles kämpfen. Ohne dass wir Angst haben müssen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Hoffe ich. So. Momo greift den an und Ryu noch den. Okay. Müsste reichen. Weil die Nina ist extrem schnell. Jawohl. Und Ryu ist so überlangsam einfach. Der macht nichts. Schlacht gewonnen. Nina ist Level 10 und lernt Stumpf. Damit kann sie Waffen oder Angriff des Gegners senken, wie man das jetzt so schön sagt. So. Wer rollt gleich von den ganzen Dingern? Oder welcher Würfel ist gleich zu dem anderen? Ich bin ja der Meinung, dass dieser Würfel... zwei grüne Seiten, ne?
glaube, zu dem hier passt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt von mir wollen. Eigentlich will ich ja zu dem anderen Protobot. Zu dem, der auf der anderen Seite rotiert, doch das Richtige haben, oder nicht? Aua. Ach ja, natürlich. Natürlich! Kampf der Giganten und alle hauen daneben. Flam. Das war gut. Yay! Obwohl der nur 10 Erfahrungspunkte gibt, ist ja so heftig stark. Glück haben wir noch Heilkräuter. So, dann müsste ja der hier folglicherweise hier zu dem Langsamen passen. Ist jetzt irgendwas anders als vorher? Nein! Dreck! Dreckiger! Dreck! Ah. Dran! Das ist blöd nämlich. Das ist nämlich genau das, was ich, wo ich Probleme mit habe. Wenn nicht das passiert, was passieren soll. Oh nein. Einen müssen wir umhauen. Und einen müssen wir prüfen. Das ist der Plan. Weil die werden auf jeden Fall Zuflucht machen. Er lernt es einfach nicht. Was hast du gelernt, Ryo? Was hast du gelernt? Sehr gut. So. Sie kriegt jetzt erstmal den die Rache ab. Durch die Zuflucht. Oh, oh, oh. Alter. Aha! Alter! Die sind so gefährlich, die Viecher. Ryo lernt Level. Lernt Level 11. Sehr gut. Fähigkeiten. Heilen. Heilen bitte. Weil Mana hat Momo ja auch nur zum Spaß. Sie kann zwar alles irgendwie. Komm, Schnuffel, auf geht's. Weiß immer noch nicht, was wir genau machen müssen. Das ist das Problem, was wir haben. Das Große. Und ich weiß nicht, was ich genau dagegen machen soll, gegen dieses große Problem. Wieder zwei Orks. Also müssen wir wieder einen erledigen. Nämlich den ersten. Und den zweiten müssen wir prüfen und wir müssen Zuflucht lernen. Das ist mein Plan. No. Er lernt es nicht. Er hat da keinen Bock drauf. Okay. Dann können wir nochmal mit Nina so machen. Momo und den nochmal angreifen. Mit Ryu. Können wir versuchen zu springen. Normalerweise dürfte meine Magie keine Rache sein. Genau. Die hauen so schon genug zu. Sehr gut, Rache. Jetzt Rache der Rache. Au. Sehr gut. Auch gut. So kann es ja weitergehen. Kämpfen ist ja nicht das Problem. Das Problem ist Rätsel lösen. Kann ich den auf der anderen Seite anschießen? Ah, das ist nicht schießen. Das ist Menü. Schießen ist hier. Ne, interessiert nicht. Also ich meine der hier. Rotiert genau wie der auf der anderen Seite. Oder nicht? Ja. Jetzt kann ich hier nochmal. Der Schalter wurde schon gedrückt.
Ist ja gut. Weil der hat zwei rote und der hat auch zwei rote, oder nicht? Oh, das sind die Innen und die Außen gemeint. Weil die sind ja beide langsam hier. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, ich voll Horst. Es ist ja ein Schalter, willst du ihn drücken? Definitiv. Und dann möchte ich diesen Schalter drücken. Ja. Ich möchte keine Kämpfe bestreiten, ich möchte diese Knöpfe drücken. In Ruhe. Ruhespot. Nö, heute nicht. Wahrscheinlich kriege ich noch ein Achievement dafür, dass ich so oft abhaue. So, es ist ein Schalter. Möchtest du ihn drücken? Jedenfalls. Möchte ich diesen Schalter drücken? Es passiert offensichtlich nichts. Das macht mich immer sehr stutzig. Aber es gibt ja nicht so viele Kombinationen. Ich drücke die jetzt einfach mal Reihe nach. Weil ich weiß ja, dass ich sonst runterfallen werde. So. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht muss ich auch mit Nina gehen. Und einfach da drauf schießen. Mit Magie. Na, ah, ich meine. Diese Steuerung von den Menüs, ne? Ja, schön. Guck mal nach da, bitte, Nina. Okay. Dann gibt's noch diese Kombination. Na gut, jetzt drücke ich ja wieder die beiden, theoretisch. Die beiden. Dann mach ich. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Oder über Kreuz, aber über Kreuz hatte ich ja auch schon. Eine einzelne Zahmechse, die machen wir eben weg. Und dann hören wir erstmal diese Folge auf. Ich vielleicht denke ich drüber nach. Ich weiß es noch nicht, was genau passieren muss. Autsch. Weißt du was? Leck mich! Leck mich, wenn du einfach ausweichst. Fertig ist. Tschüss. Wiedersehen. Und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge hier bei nämlich bei Breath of Fire. Wenn ihr nicht genug habt, schaut in die Videobeschreibung, da gibt's mehr. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.